Wussten Sie, dass die Schweiz eine Geheimarmee hatte im Kalten Krieg? Mit Codenamen P26? Die Schweizer Bevölkerung hatte keine Ahnung, dass diese Geheimarmee existiert. Auch die meisten im Parlament wussten nichts davon. Erst 1990 wurde sie enttarnt und es wurde damals auch bekannt, dass diese Geheimarmee P26 direkte Kontakte zum britischen Geheimdienst MI6 hatte. Eine spannende Sache. Schauen wir uns das mal an. Der erste Blick auf die Schweiz ist ja so, dass man sagt, ja, es ist ein Land, das eigentlich keine politischen Skandale hat oder zumindest wenig politische Skandale. Wenn man an die Schweiz denkt, denkt man an die, vielleicht an die schöne Bergwelt. Hier ein Blick auf das Schilthorn. Das Schilthorn im Kanton Bern, ein sehr schöner Berg, wo man auch einfach rauffahren kann, weil es eine Gondelbahn hat. Da bin ich auch schon raufgefahren und oben, wenn man dort auf der Spitze des Berges ist, kann man sich in dieses Restaurant setzen und das dreht. Das heißt, man hat dann immer wieder einen anderen Blick auf die Berge. Man kann dort auch sehr schön Skifahren oder man kann auch im Sommer dort wandern. Man geht von Lauterbrunnen, Stechelberg, dann Mürren rauf mit der Gondelbahn. Also die Schweiz ist eigentlich bekannt für die Berge, nicht für Geheimarmeen. Ein anderer Berg, der natürlich viel bekannter ist, ist das Matterhorn. Das Matterhorn im Wallis hier. Von Sunecca, Leisee aus gesehen, das Matterhorn ist eine wunderbare Bergkulisse. Ich war oft dort auch mit den Kindern Skifahren im Winter oder wir waren auch im Herbst dort wandern. Eine wunderbare Ecke der Schweiz, die ich sehr schätze. Ansonsten fällt die Schweiz einfach auf, dass das alles gut organisiert ist. Und hier ein Blick auf Luzern zum Beispiel. Eine Stadt in der Innerschweiz. Dort sieht man die Kappelerbrücke und hinten dran ist der Bahnhof und das KKL, das ist das Kultur- und Kongresszentrum Luzern. Dort habe ich immer wieder Vorträge gehalten und wenn man dann nach dem Vortrag rausgeht und man sieht die Berge, man sieht den See, dann denkt man, das funktioniert hier sehr, sehr gut. Ist ein gut organisiertes Land. Die Hauptstadt der Schweiz ist Bern. Hier ist der Blick auf das Bundeshaus. Im Bundeshaus ist der Nationalrat und der Ständerat drin und auch die Schweizer Regierung, die 7 Bundesräte. Und vor dem Bundeshaus fließt der Fluss Aare, ein wunderbarer Fluss. Da kann man also auch schwimmen gehen. Da bin ich schon mit meinen Kindern, mit meiner Frau runtergeschwommen. Und am Schluss, dort, wo dieses Schlauchboot ist, das Gelbe, da kann man dann aussteigen und sich dort noch im Schwimmbad eine gute Zeit verbringen. Also eigentlich, man hat das Gefühl, in der Schweiz passiert nicht viel, schon fast langweilig. Es ist einfach ein ruhiges Land ohne Skandale. Aber das ist nicht ganz wahr. Wenn man ein bisschen tiefer reinschaut, gibt es hin und wieder Skandale. Und der Skandal über die Geheimarmee P26 ist schon einige Jahre zurück. Aber ich möchte das ein bisschen genauer anschauen. Ich möchte auch erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass man herausgefunden hat, dass die Schweiz eine Geheimarmee hat. Denn der Skandal ist an einem ganz anderen Ort aufgebrochen. Zuerst ging es eigentlich sehr positiv los. Die Schweiz hat im Jahre 1984 mit Elisabeth Kopp das erste Mal eine Frau in den Bundesrat gewählt. Das heißt, die Schweiz wird ja regiert von 7 Bundesräten, die bilden die Exekutive und das war eigentlich immer von Männern dominiert. Und dann kam Elisabeth Kopp in den Bundesrat und ich kann mich noch erinnern, ich war 1984, war ich 12 Jahre alt, wie meine Mutter sich vor allem gefreut hat, dass endlich eine Frau in der Regierung ist und ich glaube, viele Menschen in der Schweiz waren einfach stolz auf Elisabeth Kopp, dass sie in den Bundesrat gekommen ist. Die Situation hat sich dann aber leider in eine negative Richtung entwickelt, weil die Elisabeth Kopp war nur 4 Jahre im Bundesrat und musste dann 1988 zurücktreten. Sie leitete das Justiz- und Polizeidepartement, das ist abgekürzt EJPD, und am 7. Dezember 1988 gab sie ihren Rücktritt bekannt. Und zwar dies, nachdem bekannt geworden war, dass sie am 27. Oktober 1988 ihren Mann in einem Telefonanruf vor einer möglichen Verwicklung in Geldwäscherei gewarnt hatte.
Und das war ein richtiger Skandal in der Schweiz. Und zur Klärung des Umstandes ihres Rücktritts wurde dann am 31. Januar 1989 eine parlamentarische Untersuchungskommission eingesetzt. Die hieß eben PUC-EJPD. Es ging also in erster Linie jetzt mal um diesen Rücktritt von der Bundesrätin Elisabeth Kopp. Was da genau gelaufen ist, wollte eigentlich die PUC-EJPD herausfinden. Und dann hat sie etwas ganz anderes herausgefunden. Diese Parlamentarier haben dann herausgefunden, dass es in der Schweiz sogenannte Fischen gibt. Fischen, so Karteikarten. Und auf denen wurden zumindest ein Teil der Schweizer Bevölkerung und auch einige Ausländer, die in der Schweiz wohnten, überwacht. Also eine Schweizer Stasi, wenn man so nennen darf, eine Überwachung der eigenen Bürger. Das war ein Riesenskandal und niemand hat das erwartet, dass in diese Fischen, im Gegensatz zur heutigen Überwachungstechnik, wo alles digital läuft, war das früher auf einem Papier abgedruckt, mit Schreibmaschine geschrieben, also relativ umständlich, aber es gab eben viele von diesen Fischen. Und dieser Fischenskandal wurde dann eben durch diese PUC-EJPD, wie gesagt, EJPD steht für Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, enthüllt. Schauen wir uns das nochmal kurz an. 22. November 1989 präsentiert dann die PUC-EJPD ihren Schlussbericht und enthüllt, in der Schweiz hatte die Bundespolizei im Kalten Krieg 900.000 Akten, also fast 1 Million Akten, diese Fischen über politisch aktive Menschen angelegt. Auch der Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt, links im Bild, hält da gerade eine Vorlesung, wurde überwacht. Rund 10% der Bevölkerung hatten eine Akte, die Bundespolizei unterhielt, eine riesige alphabetisch geordnete Kartei, Kartensammlung. Dann kann man sich fragen, ja, warum wurde denn dieser Schriftsteller Dürrenmatt überwacht? Ja, es war die Zeit des Kalten Krieges. Die Schweiz war nicht Mitglied der NATO, aber doch im westlichen Lager, also gegenüber den USA orientiert, positiv orientiert in dem Sinne. Und die Sowjetunion, Kommunismus im Osten, da hatte man Angst und da ist man sehr, sehr kritisch eigentlich damit umgegangen, wenn irgendjemand nach in die Sowjetunion oder nach Russland, wie man so sagte, reisen wollte, weil das war das rote Gebiet, wo die Kommunisten waren. Und der Friedrich Dürrenmatt, der wollte natürlich als Intellektueller herausfinden, wie leben die auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Und jetzt schauen wir uns mal seine Fischen an. Also die Fische des Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt. Das war also eigentlich eine Kartonkarte, wie ihr seht. Dürrenmatt war sein Name, Vorname Friedrich, geboren 1921 und dann Beruf. Zuerst war man Gymnasiast, da war er einfach Schüler, ja, und dann musste man das durchstreichen, dann war er Schriftsteller. Zuerst wohnt er in Bern, da muss man das durchstreichen, dann wohnt er in Neuenburg. Das heißt, das ist natürlich eine Art der Überwachung, die heute, wenn man die digitale Überwachung bedenkt, schon ein bisschen lustig ist, aber wenn Sie runtergehen zum Jahr 1.7.59, jemand macht Dürrenmatt aufmerksam, der auch gerne in die SU, das ist die Sowjetunion, besuchen möchte und dass dessen Besuch, ja, Sie könnten im Herbst zusammen reisen, sehr interessant sein könnte. Die Idee für diese Reisen der Sowjetunion, und dann ist von einer Person gekommen, die geschwärzt ist. Und dann von einer Vertrauensperson VP wurde mitgeteilt, dass Dürrenmatt momentan nicht im Sinn habe, nach Russland zu reisen. Also alles diese Informationen, die wir jetzt natürlich mit einem Schmunzeln zur Kenntnis nehmen, aber die eben doch zeigt, dass die Bürger überwacht wurden durch die Polizei und die Bürger wussten es nicht. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Die PUC-EJPD wurde vom Nationalrat Moritz Leuenberger von der SP geleitet und die hat dann Folgendes erklärt. Hier haben Sie ein Bild von Moritz Leuenberger, der diese PUC-EJPD leitete. Sie sagte, jeder 20. Schweizer und jeder dritte Ausländer hatte eine solche Akte, wusste aber nichts davon. Also es wurden viel mehr Ausländer als Schweizer überwacht. Vor allem Sozialisten, Gewerkschafter, Anarchisten, Mitglieder der Friedensbewegung, Schriftsteller und Gegner von Atomkraftwerken und eben Ausländer wurden von der Bundespolizei überwacht. Die Akte, das haben wir gerade gesehen, enthielt Name, Geburtsdatum, Wohnort, Beruf, Nationalität und Zivilstand, gefolgt von einer Beschreibung der politischen Aktivität. Das waren wirklich Papierakten und da wollte man vor allem schauen,
ja, welche politische Ausrichtung haben die Bürger, was tun sie, welche Bürger demonstrieren zum Beispiel gegen Atomkraftwerke, da gab es eine Akte. Und die Menschen, als das aufgeflogen ist, 1989, waren entsetzt. Ja. Also die Menschen in der Schweiz haben dann demonstriert und haben gesagt, wir wollen keinen Schnüffelstaat. Das hat man damals ganz klar formuliert. Man gesagt, es ist ein Angriff auf die Privatsphäre. Jeder Bürger hat das Recht auf Privatsphäre. Und die Menschen haben hier demonstriert, 1989, Schluss mit dem Schnüffelstaat, steht auf dem großen Plakat dort, oder Einsicht jetzt, das heißt Einsicht in die Fischen, dass man sehen kann, was habt ihr über mich gesammelt, und die Schweiz braucht keine Stasi, steht auf einem anderen Plakat. Und das sind auch vor allem Menschen, die sich gegen Atomenergie eingesetzt hat. Dort steht nämlich auch, Großtechnologie verhindert Demokratie, heraus mit den Sicherheitsakten der AKW-Gegnerinnen und das AKW Mühlenberg soll man stilllegen. Also das waren hier vor allem die Gegner der Atomtechnologie, die dann eben gesagt haben, das geht doch nicht, dass ihr uns überwacht und wir wollen jetzt unsere Akten sehen. Und die Politiker, die dann auch überwacht wurden, haben auch später zurückgeblickt und gesagt, ja, ich weiß bis heute nicht, welcher Freund mich bespitzelt hat oder ein anderer. Der Peter Nickel hat gesagt, der Staat hat für mich Tagebuch geführt. Das ist eigentlich überraschend, wenn man das im Rückblick jetzt anschaut und sagt, das, der Staat führt Tagebuch, sagt, dort war er da, hier hat er das gesagt, da war er so demokratisch engagiert, politisch engagiert. Weil es ist ja das Recht der Bürger, sich politisch zu äußern. Und es gibt natürlich ein schlechtes Gefühl, wenn der Staat die Bürger überwacht. Einer, der auch überwacht wurde, hieß Jean-Michel Berthoud. Und er hat dann im Rückblick vor allem zum Ausdruck gebracht, wie ihn das überrascht hat, diese Überwachung. Er sagt, als ich meine Fische lesen konnte, wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Es war unglaublich, sagt der Journalist Jean-Michel Berthoud. Er war Mitglied der revolutionären marxistischen Liga und das wurde natürlich nicht gern gesehen im Kalten Krieg, weil das ist eine linke Gruppe. Ich war in Untermiete bei Architekten und wir redeten offen miteinander und sie erzählten alles über mich der Polizei, also wie bei der Stasi in der DDR. Und diese schrieb es in die Akte, ohne dass Berthoud dies wusste. Berthoud arbeitete bei der schweizerischen Depeschenagentur, SDA, und deren Direktor Georges Duplein kündigte ihm wegen seiner Fische. Also dann Duplein hat mit der SDA auch enge Kontakte zur Polizei unterhalten und hat dann gesagt, ja, diesen Journalisten wollen wir nicht mehr, weil wir sehen ja, er ist politisch engagiert. Auch Menschen, die sich gegen den Vietnamkrieg engagiert haben, das wurde auch aufgeschrieben. Und als das Volk das hörte, dass es eben diesen Fischenstaat gibt, diesen Schnüffelstaat, ging es meiner Meinung nach zu Recht auf die Straße. Hier 30.000 Menschen demonstrieren in Bern, das ist also vor dem Bundeshaus, gegen den Schnüffelstaat. Also das ist ein großes Aufkommen in der Schweiz. Wenn so viele Menschen demonstrieren, dann kocht die Volksseele. Das ist also der Blick auf der anderen Seite vom Bundeshaus, ist dieser Bundesplatz. Die Ansicht, die ich vorher gezeigt habe mit der Aare vorne, wo man baden kann, und das ist sozusagen die gegenüberliegende Seite. Dort war die Demonstration. Heute sind wir natürlich in einer ganz anderen Lage. Wir werden viel mehr überwachen. Ja, es ist nicht einfach vorbei mit der Überwachung, sondern wir werden weltweit viel mehr überwacht. Und davor hat Edward Snowden natürlich gewarnt. Er hat gesagt, jede Regierung der Welt sammelt Daten über ihre Bürger. Die NSA zum Beispiel in den USA oder das GCHQ in England. Im Kontext der Digitalisierung ist dies noch einfacher geworden, warnt Snowden. Sie wissen schon, was du im Netz machst. Sie wissen, ob sich dein Handy bewegt. Sie wissen bald vielleicht, wie unser Herzschlag und Puls ist. Also wenn man so eine Uhr hat, die den Puls immer misst und das auch sozusagen in die Cloud draufgibt. Was passiert, wenn Sie diese Informationen mischen und auch noch künstliche Intelligenz nutzen? Also das Thema Überwachungsstaat ist ein großes Thema, ist jetzt heute in diesem Video nicht das Hauptthema, weil ich möchte ja über die Geheimarmee sprechen. Und einige fragen sich sicher, was hat denn der Schnüffelstaat mit der Geheimarmee zu tun? Und die Erklärung ist die, dass es dann Hinweise gab, dass es nicht nur im EJPD, also im Justizministerium der Schweiz, eben solche Fischen gibt, solche Akten, sondern auch im Verteidigungsministerium, das heißt EMD, Eidgenössisches Militärdepartement.
Und dann hat man gesagt, ja gut, also dann muss man dieses Departement auch noch durchleuchten. Nochmal für alle, die die Schweiz nicht so gut kennen. Wir haben 7 verschiedene Ministerien. Ein Ministerium wurde untersucht, das ist eben das Ministerium EJPD. Das wurde untersucht, weil eben Elisabeth Kopp, die Vorsteherin von diesem Ministerium, die erste Bundesrätin, zurücktreten musste. Und dann hat man, obwohl man nicht danach suchte, diese Fischen gefunden, diese Kartonkarten. Und dann hat man gesagt, ja, im EMD hat es auch vermutlich solche Fischen. Und dann hat man das zweite Ministerium, oder das zweite, also einfach ein weiteres Ministerium, das EMD, das Verteidigungsministerium, untersucht. Und es war natürlich, ist immer heikel, wenn das Verteidigungsministerium untersucht wird. Es wurde wieder eine PUC gegründet, eine Parlamentarische Untersuchungskommission. Das sind also aktive Mitglieder aus dem Schweizer Parlament, aus der Legislative, untersuchen dann die Exekutive. Und die haben natürlich das Recht, sozusagen jeden Stein zu drehen. Ja, da kann die Exekutive nicht sagen, na, dürft ihr nicht schauen, weil die Legislative hat ja immer gemäß Montesquieu die Pflicht, die Exekutive zu überwachen. Und selten passiert es wirklich, dass so gründlich überwacht wird, wie hier bei der PUC-EMD. Schauen wir uns das kurz an. Es gab eben diese Hinweise, dass es auch im EMD Fischen gäbe und das Parlament setzte dann im März 1990 wieder eine PUC ein. Diese hieß jetzt PUC-EMD und wurde von Ständerat Carlo Schmidt rechts geleitet und Nationalrat Werner Carobbio links im Bild. Und diese PUC-EMD, das ist das Interessante, enthüllte dann im November 1990 die Existenz der Geheimarmee P26 und jetzt wichtig, die man gar nicht gesucht hatte. Also es hat alles mit Elisabeth Kopp angefangen, ihrem Telefonat. Und dann hat man die Fischen gefunden, die erste PUC. Und die zweite PUC, die auch noch Fischen sucht im Verteidigungsministerium, findet im Verteidigungsministerium eine Geheimarmee. Das wäre nie und nimmer aufgedeckt worden, wenn es nicht diese Vorgeschichte mit dem Schnüffelstaat gegeben hätte. Dass die P26 ist eine Abkürzung für Projekt 26. Das Projekt P26 war eine während des Kalten Krieges ab 1979 aufgebaute Schweizer Geheimarmee mit 400 Mitgliedern. Sie war zum Zeitpunkt ihrer Enttarnung noch im Aufbau und sollte auf 800 Mitglieder anwachsen und im Fall einer feindlichen Besetzung der Schweiz sollte sie den Widerstand aufbauen und leiten. Im Ausland existierten ähnliche Stay-Behind-Geheimarmeen koordiniert von CIA und MI6. Das ist ein Gebiet, zu dem ich sehr, sehr lange geforscht habe. Ich habe meine Doktorarbeit zu den NATO-Geheimarmeen gemacht. Ich habe eigentlich dann zeigen können in meiner Forschung, dass in ganz verschiedenen Ländern von Europa solche Geheimarmeen existiert haben. Die Idee dieser Geheimarmeen war wirklich, dass man gesagt hat, wenn eine sowjetische Invasion kommt und Deutschland oder die Schweiz oder Frankreich oder Italien besetzt würde, eben durch sowjetische Truppen, dass es dann eben eine gute Idee wäre, wenn man schon Geheimarmeen hätte, die sozusagen den Widerstand, die Resistance organisieren. Die haben dann Kommunikationsinfrastruktur, die haben Pistolen, die haben Gewehre, die haben Sprengstoff, Handgranaten, die haben auch Gold, um in Kriegszeiten handeln zu können. Die würden dann Brücken sprengen oder abgeschossene Piloten, sozusagen NATO-Piloten dann bergen, weil die ja sozusagen über feindlichem Gebiet abgeschossen würden. Und sie würden eigentlich helfen, die Schweiz, Deutschland, was auch immer, das besetzte Land wieder zu befreien. Die Idee kam natürlich aus dem Zweiten Weltkrieg, wo Hitler sozusagen Norwegen und Frankreich und Dänemark und viele weitere Staaten, Polen, so überrollt hatten. Und haben gesagt, um ein Land wieder zu befreien, braucht es eine Widerstandsorganisation. Und wenn man das schon vorbereitet, ist das eine gute Idee. Das ist die Überlegung dahinter. Und diese Widerstands- oder Geheimarmeen gab es eben in diesen grün eingezeichneten Ländern. Also wir sehen hier die BRD, Italien, Belgien, Luxemburg, Holland, Frankreich, Portugal, Spanien, Griechenland, Türkei. Und der Organisator der Operation dieser Geheimarmeen waren wirklich die Briten und die Amerikaner. Die Amerikaner sind jetzt hier nicht drauf, aber die Briten hier rot eingezeichnet. Also das ist Großbritannien. Und das Spannende ist eben, das habe ich auch herausgefunden, dass es eben auch neutrale Länder mit Stay-Behind-Geheimarmeen gab. Da habt ihr die Schweiz und Österreich, Schweden und Finnland. In diesen 4 Ländern gab es eben auch Geheimarmeen, aber diese 4 Länder waren ja nicht in der NATO.
Und dann haben wir oben noch Island, das ist ein NATO-Land ohne Stay-Behind-Geheimarmee. Vermutlich zu weit weg, kann man sagen. Ich habe dann in meinem Buch NATO-Geheimarmeen das dargelegt. Dort habe ich aber nur über die NATO-Staaten gesprochen. Die Schweiz ist diesem Buch nicht bearbeitet. Ich habe einen Artikel dann auf Englisch geschrieben, The British Secret Service in Neutral Switzerland, an Unfinished Debate on NATO's Cold War Stay Behind Armies. Das habe ich 2005 veröffentlicht, findet man als PDF auf meiner Webseite. Jetzt, die Sache ist natürlich brisant, ja, weil natürlich eine Geheimarmee, ja, man versteht die Überlegung damals im Kalten Krieg. Es gab die sowjetische Invasion, ist nie gekommen. Es ist also nie sozusagen zum Test gekommen, ob jetzt diese Geheimarmee funktioniert. Aber trotzdem, man versteht die Überlegung. Aber die Leute haben nachgesagt, eine Geheimarmee, die nicht kontrolliert wird vom Parlament, das ist doch illegal. Es darf doch in einem Land nicht eine Armee geben, neben der regulären Armee, die natürlich bekannt ist, wo man weiß, das sind die Leute, die in der Armee sind, das ist das Budget, das ist die Bewaffnung, das ist die reguläre Armee. Aber eine Geheimarmee ist sozusagen eine Parallelstruktur, ein Tiefenstaat, eine undurchsichtige Sache. Und das gab dann schon ein ziemlicher Skandal 1990, als das aufgedeckt wurde und die Presse durfte sich dann mal anschauen, was für Infrastruktur diese Schweizer P26 hatte. Man ist nach Gstaad dann gefahren, im Berner Oberland, weil dort verfügte die P26 über eine unterirdische Bunkeranlage. Das ist hier der 7. Dezember 1990. Die Presse kann das besichtigen. Das ist der Eingang. Ein Soldat öffnet hier den Eingang zu dieser Festungsanlage. Man hat das Schweizer Hof genannt. Und dieser Schweizer Hof war eine in den Fels gehauene Armeeanlage oberhalb von Gstaad. Dort erhielten eben die 400 P26-Mitglieder ihre Grundausbildung und jeder hatte ein Einzelzimmer und erhielt zuerst eine Videobotschaft des jeweils amtierenden Generalstabschefs. Der Generalstabschef ist der höchste Offizier in der Schweiz. Wer im Bunker unterwegs war, musste sich eine Gesichtsmaske überziehen. In der Gruppenausbildung kannte man sich nur mit Decknamen und der Grundsatz galt, jeder weiß nur so viel, wie unbedingt nötig ist. Das ist das Need-to-Know-Prinzip. Also es gab immer eine Ansprache vom Generalstabschef, das ist der höchste Offizier in der Schweiz, der das Militär sozusagen leitet. Und das gab natürlich den Mitgliedern den Eindruck, okay, dann sind wir hier in einer ordentlichen Organisation, weil das ist ja der Chef der Schweizer Armee, der die Sache leitet. Was man hier vielleicht anmerken muss, der Chef der Schweizer Armee untersteht ja dem Bundesrat. Und der Bundesrat, das sind die 7 Mitglieder der Landesregierung, der kann ja auch nicht machen, was er will, weil das Parlament muss ja den Bundesrat überwachen. Und da ist eigentlich das Problem, die Geheimarmee P26 war dem Parlament oder den meisten Parlamentariern unbekannt. Die Mitglieder haben also eine Maske getragen in diesem Bunker, weil man gesagt hat, ja, wenn die sich untereinander kennenlernen und erkennen, die Schweiz ist ein kleines Land da, kann es gut sein, dass man sich von irgendwoher kennt, dann ist das nicht gut, weil wenn ein Mitglied einer Widerstandsgruppe gefangen genommen wird im Besetzungsfall und gefoltert wird, dann könnte er die anderen Mitglieder verraten und um das zu verhindern, hat man eigentlich in den Geheimarmeen versucht, eben die Information auf ein Minimum zu beschränken. Hier ist eine Illustration, das ist kein Originalbild, sondern das hat eine Zeitung wohl so nachgestellt. Oben ein Fernseher, wo der Generalstabschef spricht, unten ein Poster für Schießübungen und links eben sozusagen ein Mitglied bei der Ausbildung mit Maske. Das ist eine Illustration, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Die Geheimarmee hatte auch Funkinfrastruktur, weil es ging ja darum, dass man sozusagen kommunizieren konnte in besetzten Gebiet. Das sieht aus heutiger Sicht natürlich sehr einfach aus. Das ist der Funkerraum und zusätzlich hatte die P26 auch Waffenlager. Das ist das Zentrallager S in der Gemeinde Rüfenach bei Bruck. Von außen ist das unscheinbar, einfach eine Garage und irgendwie so eine unscheinbare Anlage. Aber wenn man dann reingeht, sieht man, hier lagern ganz viele Container und hier ist einfach eine Inspektion.
von diesem Zentrallager S, aber das ist erst, nachdem es aufgedeckt wurde. Also in diesen runden Container hier lagern die Waffen und diese Waffen oder auch Handgranaten, Sprengstoff etc. hätte man dann im Besetzungsfall der Schweiz an verschiedenen Orten ausgeliefert. Und diese Container kann man auch vergraben in die Erde und dann bleiben sie dort sozusagen stabil, weil das sind sehr, sehr massive Stahlbehälter. Im Materiallager hatte die P26 Pistolen, Maschinenpistole, Sprengstoff, Sanitätsmaterial, Funkgeräte eingelagert. Und die wären im Kriegsfall eben in diesen Stahlcontainer an die im Land verteilten P26-Mitglieder ausgeliefert worden. Die Behälter waren eine Spezialanfertigung und mussten sehr stabil sein. Und man hatte dann 1982 auch 11 dieser Behälter einen besonderen Härtetest unterzogen, indem sie auf dem Waffenplatz Bremgarten für mehrere Jahre in der Erde vergraben wurden. Die haben auch gut gehalten, muss man im Rückblick sagen. Hier haben wir ein Bild wie Brigadier Arthur Liner, links im Bild. Der war dann Generalstabschef von 93 bis 97 und CVP-Nationalrat Anton Keller, rechts im Bild, das Mitglied der PUK-MD, dieses Lager inspizieren. Und das ist eigentlich ein gutes Bild, weil man sieht eigentlich rechts den Parlamentarier. Er hatte die Aufgabe, die Exekutive zu überwachen. Und links haben wir mit Arthur Liner einen hochrangigen Offizier. Und der hochrangige Offizier zeigt jetzt eigentlich hier dem Parlamentarier, dass man eine Geheimarmee hatte und der Parlamentarier wusste nichts davon. Das ist das Grundproblem mit der P26, dass das Schweizer Parlament nicht informiert war, dass auch die Schweizer Bevölkerung nichts darüber wusste. Die Menschen, die die P26 aufgebaut haben, sagen, ja, das musste natürlich so sein, weil sonst ist es keine Geheimarmee. Wenn man das öffentlich macht, dann wird das nicht funktionieren. Dann kommt eine sowjetische Invasion und die Leute, die in der Geheimarmee sind, werden sofort getötet. Also, das ist ein komplexes, ein spannendes Thema. Das abzuwägen und das richtig historisch einzuordnen, das versuche ich schon längere Zeit. Gehen wir noch ein bisschen weiter in den Fakten. Wichtig, hier gab es auch noch ein Kommandozentrum, da hat man gesagt, das ist in diesem Haus in Oberburg bei Burgdorf, das ist die angebliche Kommandozentrale, von außen einfach ein unscheinbares Bauernhaus. Die Geheimarmee, die P26, hat auch Ausbildung in Sabotage, also etwas zerstören, in die Luft sprengen, psychologische Kriegsführung, neben Kommunikation über Kurzwellensender erhalten und in dieser Anlage Hagerbach bei Sargans, die dem Festungswerk in Gozen angegliedert war, fanden Sprengübungen statt. Also ist in dieser Anlage wurde auch Spreng geübt, weil die Mitglieder der Geheimarmee P26 mussten schießen, mussten sprengen, mussten kommunizieren können. Ich habe auch in diesem Festungswerk Gozen habe ich auch schon mal einen Vortrag gehalten. Ich war an so vielen Orten in der Schweiz, ich kenne die Ecken. Und wusste damals noch nicht, dass da auch sozusagen Sprengungen von der Geheimarmee P26 geübt wurden. Viele wissen das nicht. Also das sind Dinge, die nicht jetzt jeden Tag in der Schweiz diskutiert werden oder was alle Leute wissen. Einige wissen vielleicht noch, dass es die P26 mal gegeben hat, aber viele haben das auch schon wieder vergessen. Und vor allem die jüngere Generation kann sich nicht erinnern, was überhaupt P26 heißt. Jetzt der Chef der P26 war Efrem Katalan, der wurde dann enttarnt, ja, der war völlig unbekannt vorher und der war dann 1990, das ist der große Moment, wo der Chef der P26 erstmals an die Öffentlichkeit trat. Das war Efrem Katalan hier rechts im Bild unter dem Decknamen Rico, alle hatten ja einen Decknamen, leitete er ab 1979 die Geheimarmee P26. Und im Dezember 1990 erstmals vor der Schweizer Presse und das Foto zeigt ihn zusammen mit Hans Senn, das ist der Mann ganz links, der war Generalstabschef 77 bis 1980 und Heinz Hessler, das war der amtierende Generalstabschef 1990 bis 92, also als die Geheimarmee entdeckt wurde. Und Hessler sagte dann, dass die P26 aufgelöst werde. Also nochmal, diese Geheimarmee wurde 1990 entdeckt, durch Zufall, im Kontext der Fischen-Affäre. Und als sie aufgedeckt wurde, sagte der Generalstabschef sofort, wir lösen die Geheimarmee
auf. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass 1989 in Deutschland die Mauer gefallen war, dass 1991 dann die Sowjetunion sich auflöste. Das heißt, es war eine Umbruchszeit. Und im Rahmen dieser Umbruchszeit hat die Schweizer Armeespitze sozusagen entschieden, dass man diese Geheimarmee nicht mehr braucht. Für die PUC, also die Parlamentarische Untersuchungskommission, war diese Untersuchung der Geheimarmee schwierig. Die hätten niemals gedacht, dass es in der Schweiz möglich ist, eine Geheimarmee aufzubauen. Und Carlo Schmidt, der Präsident der Untersuchungskommission, hat dann später auch gesagt, es war für ihn besonders schwierig zu sehen, dass diese Geheimarmee nicht nur für die Invasion, für den Fall einer Invasion trainierte, sondern eben auch für den Fall, dass es in der Schweiz einen politischen Umsturz geben könnte. Wie genau dieser Umsturz stattfinden sollte, wurde gar nicht genau gesagt. Aber das ist eigentlich dann eigentlich das Sensible an diesen Geheimarmeen in allen Ländern von Europa. Wenn man sagt, ja, sie werden nur aktiv, wenn eine sowjetische Invasion kommt, okay, kann man das vielleicht nachvollziehen. Aber es wurde natürlich auch in anderen Fällen darüber diskutiert, dass man einen inneren Feind bekämpfen muss, was in erster Linie die linken politischen Parteien waren. Besonders schlimm fand die PUC unter Carlo Schmidt das Szenario, dass sich die P26 in geheimen Kursen auch für den Fall eines Umsturzes im Innern durch Unterwanderung vorbereiteten. Da es keine klaren Richtlinien über die Befehlsgewalt gab, sei möglich gewesen, dass die P26, Zitat, von sich aus hätte losschlagen können, glaubte der Spiegel. Und das ist jetzt eben ein großer Streitpunkt. Ist es überhaupt denkbar, dass eine Geheimarmee dann plötzlich aktiv wird, ohne dass irgendjemand in der politischen Führung das überhaupt angeordnet hat? Das ist ja das Problem. Wenn man eine Geheimarmee hat, die bewaffnet ist, die Sprengstoff hat, die sozusagen in Bunkern trainiert ist, kann die auch plötzlich, ja, wenn eine politische Konstellation da ist, aktiv werden, nur weil sie diese Konstellation nicht will. Dann hat ja wie die Armeeführung sozusagen eine geheime Truppe am Start, die jederzeit die Politik übernehmen kann. Ich weiß aus der Forschung zu den Geheimarmeen in anderen Ländern, dass es dort solche Projekte gab, in die politische Struktur einzugreifen. In Deutschland hieß die Geheimarmee Bund Deutscher Jugendtechnischer Dienst, BDJTD. Und dort ist das alles aufgeflogen in den 50er Jahren und die hatten tatsächlich Listen, wen sie alles eliminieren wollten, ja, im Tag X. Die Idee war halt, wenn die Sowjets eine Invasion machen, dann können wir diese und diese Politiker hier in unserem Land nicht gebrauchen, die müssen wir dann töten, weil das ist der politische Feind. Schauen wir uns das im Original an. Also in Deutschland hieß die Geheimarmee Bund Deutscher Jugendtechnischer Dienst und TB-Stabschef Hans Otto war früher in der SS, Hauptsturmführer, hat also unter Hitler gedient und der offenbarte am 9. September 1952 der Frankfurter Kriminalpolizei sein Wissen über diese illegale Organisation. Da wurde publik, die TD-Leute hatten auch schwarze Listen angelegt über kommunistische Sympathisanten, die am Tag X einem Angriff der Sowjets und dann, Zitat, aus dem Verkehr gezogen werden sollten. Und darunter zum Beispiel SPD-Parteichef Erich Ollenhauer hier im Bild. Was bedeutete das? Zitat, beseitigen notfalls mit der Waffe, erklärte Hans Otto. Also der BDJTD war gewaltbereit und dieses Thema, ja, ist in allen Staaten, also auch in Italien und in Belgien, wo es Terroranschläge gab, das sensible Thema zu den Geheimarmeen. In der Schweiz war der schärfste Kritiker der P26 der Nationalrat Helmut Hubacher, ein SP-Parlamentarier. Und der hat gesagt, das geht ja gar nicht, dass die Schweiz eine Geheimarmee hat. Helmut Hubacher hier im Bild war Nationalrat und Präsident der Sozialdemokratischen Partei. Und er war der Ansicht, dass die Geheimorganisation illegal und eines Rechtsstaates unwürdig, Zitat, gewesen sei. Und die SPÖ bezeichnete Generalstabschef Jörg Zumstein sogar als potenziellen Putschgeneral. Und das gab dann sehr, sehr viel böses Blut in der Schweiz, weil dann der Jörg Zumstein gesagt hat, diese SP hier in der Schweiz, diese Partei vertraut der Armeeführung nicht. Wie kann sie mich als Putschgeneral diskreditieren? Ich habe nur den Widerstand vorbereitet für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Schweiz von der Sowjetunion besetzt würde. Also es gab richtig Streit, also richtig.
hier vielleicht ein Bild von Jörg Zumstein, das ich vorbereitet habe, und ein Zitat von ihm. Also Jörg Zumstein wies den Vorwurf des Putschgenerals zurück. Er war von 81 bis 85 der Generalstabschef der Schweiz. Sowohl Helmut Hubacher als auch Jörg Zumstein sind jetzt verstorben. Und er überwacht in dieser Zeit die P26. Ein Zitat von ihm: Widerstand ist kein Ersatz für eine herkömmliche klassische Landesverteidigung, sondern Ergänzung, Fortsetzung, Verlängerung derselben. Fernziel ist die Befreiung des Landes. Wir haben hier also zwei ganz unterschiedliche Perspektiven, die ich jetzt als Historiker einordnen musste. Einerseits habe ich den SP-Parlamentarier, andererseits habe ich den Generalstabschef, also den höchsten Offizier in der Schweiz. Und der eine sagt, ja, der Offizier sagt, ja, wir mussten doch unbedingt uns vorbereiten und für eine mögliche Besetzung. Und der SP-Parlamentarier sagt, ja, aber schaut mal, also einen inneren Umsturz, das wären ja dann wir sozusagen, die SP, also diese Geheimarmee war gegen linke Parteien in der Schweiz gerichtet, weil man die immer verdächtigt hat, sozusagen mit den Kommunisten zu sympathisieren. Und ich habe mir dann gesagt, es wäre sehr, sehr spannend, eine Konferenz zu machen, um diese zwei Pole gegeneinander einmal anzuhören. Jörg Zumstein war zu diesem Zeitpunkt, dass ich in meiner Forschung sehr aktiv war, zu Thema P26, war schon verstorben. Aber Hans Senn, Generalstabschef von 77 bis 80, war noch am Leben. Ich habe ihn dann auch getroffen. Hier ist Hans Senn. Er war eben Generalstabschef in der Schweiz, also höchster Militär, und er überwacht in dieser Zeit auch die P26. Und ich habe dann Hans Senn getroffen, habe mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, ja, wie wurde denn der Bundesrat informiert? Dann hat er gesagt, ja, einfach mündlich, er als oberster Offizier hat das den Bundesräten erzählt, dass es die P26 gibt, und die Bundesräte haben dann aber nichts gesagt. Ja, sie haben einfach zugehört. Und so hat man das gemacht. Und das Parlament hat man aber nicht informiert, nur ganz ausgewählte Parlamentarier. Und da habe ich ihm gesagt, ja, man kann doch in einem demokratischen Staat keine Geheimarmee haben und das Parlament nicht informieren, hat er mir gesagt. Und er war auch Historiker von Beruf. Daneben war er Militär, hat er gesagt, ja, aber Herr Ganser, das Parlament ist eine Schwarzbude. Wenn man denen etwas erzählt, dann wissen es die Medien, und wenn es die Medien wissen, wissen es die Bürger, und dann können sie keine Geheimarmee machen. Dann habe ich auch gedacht, ja, der teilweise recht, aber auf der anderen Seite hatte ich auch teilweise recht, weil ich habe ihm gesagt, aber eine Geheimarmee ohne parlamentarische Kontrolle ist ja illegal, das darf man gar nicht. Die Sache ist eigentlich nicht aufzulösen, weil eine Geheimarmee, die jeder kennt, funktioniert nicht, das ist klar, und auf der anderen Seite ist sie illegal, weil es ohne Überwachung, ohne parlamentarische Überwachung darf in keinem Staat eine Geheimarmee existieren. Ich habe dann eine Konferenz organisiert, 2005, an der ETH Zürich. Ich habe dort meine Forschung zu den NATO-Geheimarmeen vorgestellt, und dann habe ich Helmut Hubacher und Hans Senn, beide eingeladen, also den früheren Generalstabschef und den früheren SP-Präsidenten. Das ist diese Konferenz, da war ich noch ziemlich jung, muss man sagen, kein einziges graues Haar. 1. Februar 2005, und dort habe ich dann auch Hans Senn eingeladen, hier das Bild von Hans Senn, der früher Generalstabschef. Und er sagte dann, wie er in der Mitte seiner Amtszeit über die Existenz einer geheimen Spionage- und Abwehrorganisation unterrichtet wurde. Und er habe das aus sicherheitspolitischen Überlegungen toleriert, habe das auch unterstützt. Und Senn fand es dann unerhört, hat er ganz klar gesagt, dass sein Nachfolger Jörg Zumstein von Seiten der SP als Putschgeneral abgekanzelt wurde. Jörg Zumstein war ja zu diesem Moment, also 2005, als wir die Konferenz machten, nicht mehr am Leben. An der demokratischen Gesinnung der Armeeführung könne nicht gezweifelt werden. Und das Bild zeigt eigentlich, wie ich da meine Forschungsresultate vorlege. Daneben ist Andreas Wenger, der Leiter der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik der ETH Zürich. Dann Professor Georg Kreis, der meine Doktorarbeit betreute. Und dann ist dort Hans Senn mit den so ein bisschen zurückgelehnt, der roten Krawatte, und neben ihm ist Helmut Hubacher. Helmut Hubacher hat eben gesagt, dass es diesen Putschgeneral, die Aussage von Putschgeneral kam von der SP, und Helmut Hubacher war der scharfe Kritiker der P26. Und ich fand es einfach wichtig,
Und ich sehe es auch aus meiner Rolle als Historiker, dass ich hier sozusagen die verschiedenen Pole zusammenbringe und dass die dann zusammen diskutieren. Ja, weil man sonst sich einfach nicht versteht. Hier noch Helmut Hubacher, wie er damals gesprochen hat, ist jetzt auch verstorben. Aber Helmut Hubacher war überhaupt nicht einig. Er hat gesagt, mit Hans Senn hat ihn kritisiert, hat gesagt, man habe zwar gewusst, dass es in der Armee Spezialdienste gäbe, Spezialdienst war der Vorgänger der P26, doch als Politiker habe er nie und nimmer wissen können, dass sich dahinter die Geheimarmee P26 verbergt. Und da hat Helmut Hubacher recht, er konnte es nicht wissen. Besonders störend findet Hubacher, dass die P26 nicht nur den Widerstand im Besatzungsfall organisieren sollte, sie habe auch den Auftrag gehabt, aktiv zu werden, falls die linken Parteien im Parlament die Mehrheit erlangen. Die P26 sei eben nicht so harmlos gewesen, wie das heute von den Generälen dargestellt wird. Also war schon ziemlich angespannt, diese Konferenz, weil das sind die zwei verschiedenen Sichtweisen und beide haben teilweise recht. Also die Sichtweise von Hans Senn, eben eine Geheimarmee kann man nur machen, wenn sie geheim ist, kann man dem Parlament nicht erzählen. Und Helmut Hubacher natürlich, auch, er hat auch recht, wenn er sagt, ja, aber eine Geheimarmee, die sozusagen unbekannt ist, das ist illegal. Man kann in einem Staat keine Geheimarmee haben. Vor allem dann nicht, wenn sie noch einen Plan hat, innenpolitisch aktiv zu werden. Das heißt, dieses Bild mit den Bergen und den Seen, das typische Bild der Schweiz, hat hier ja nicht gerade einen Riss bekommen. Aber es ist trotzdem so, dass es einfach auch politische Skandale gibt in der Schweiz und dass man dann darüber nachdenken muss, was das bedeutet, wie man das einordnen soll. Und eine der zentralen Fragen ist natürlich, was wusste die Regierung, was wusste der Bundesrat? Der Bundesrat tagt in der Schweiz in diesem Zimmer, das ist sozusagen das Schweizer Weiße Haus. Wir haben aber nicht nur einen Bundesrat, sondern wir haben sieben. Und das ist absichtlich so gemacht, dass man also die Gewalt in der Exekutive immer auf sieben verschiedene Schultern legt. Und die Situation war eben so, dass der Bundesrat, der Kaspar Villiger, der dann eigentlich damals im Amt war, nicht informiert war. Der Schweizer Verteidigungsminister Kaspar Villiger, der während der ganzen Affäre im Jahr 1990 scharf kritisiert wurde, war auf dem falschen Fuß erwischt worden. Er war noch nicht eingeweiht, erklärte Efrem Katalan, der Chef der P26. Und das ist jetzt eben sehr, sehr erstaunlich. Wir haben eine Geheimarmee in der Schweiz und der Verteidigungsminister weiß es nicht. Ja, was soll ich da sagen? Aus demokratischen Prinzipien geht das überhaupt nicht. Das Minimum ist, dass der Bundesrat das weiß. Der Bundesrat steht ja dem Generalstabschef vor, der Verteidigungsminister steht dem Generalstabschef vor. Efrem Katalan hat dann gesagt, ja, man hat nicht immer den Gesamtbundesrat informiert, also alle sieben, sondern man hat eigentlich nur den Verteidigungsminister informiert. Und in diesem Fall hat man Villiger nicht einmal informiert. Er hat gesagt, der Gesamtbundesrat wusste tatsächlich nichts von der P26, nur die Chefs des Militärdepartements. Bundesrat Jean-Pascal Delamurat war genau im Bild, das war Verteidigungsminister Delamurat. Georges-André Chevalat, Verteidigungsminister, er war auch im Bild. Arnold Koller, für ihn haben sie eine Demonstration mit allen Details zur P26 organisiert. Und dann sagt er, für Kaspar Villiger hatten wir ebenfalls eine Demonstration bereit. Aber er sagte, aus Termingründen ab und kurz danach wurden wir enttarnt. Also Efrem Katalan, der Chef der Geheimarmee, sagt, wir wollten es dem Verteidigungsminister sagen, dass es eine Geheimarmee gibt. Aber das hat noch nicht geklappt und dann wurden wir schon enttarnt. Ja, also aus historischer Sicht kann ich nur sagen, es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und es sollte nicht sein, dass der Verteidigungsminister Villiger nicht wusste, dass es Geheimarmee P26 gibt. Und es war für ihn natürlich besonders anstrengend, dass er dann den ganzen politischen Skandal kommunikativ durchleben musste und eigentlich etwas verteidigen musste, das er ja gar nicht kannte. Ja, also verteidigen musste, er hätte auch sehr kritisch. Er saß vielleicht auch zeitweise sehr kritisch, dass es diese Geheimarmee P26 gab. Was er dann gemacht hat, Villiger verlangte die Namen der 400 Mitglieder der P26, das wollte. Und dann war natürlich die Frage, macht er das öffentlich, macht er die Namen öffentlich oder hält er das geheim? Er entschied sich dann, die geheim zu halten. Also Villiger verlangt am 11. Dezember 1990 die Liste mit den 400 Namen der P26 und er bekommt sie von einem ranghohen P26-Mitglied mit Decknamen Germain.
oder Germain. Aber Villiger entscheidet dann, die Namen unter Verschluss zu halten bis 2040. Wir sind jetzt 2023, also die Mitglieder der Geheimarmee P26, die meisten Mitglieder, sind weiterhin unbekannt. Und das hat der Schweizer Verteidigungsminister so entschieden. Einer, der bekannt ist, ist natürlich Ephraim Catelan. Neben Ephraim Catelan war vor allem Hans-Rudolf Strasser bekannt. Er wurde enttarnt. Also einzelne von diesen 400 Mitgliedern wurden enttarnt. Das ist Hans-Rudolf Strasser. Er war Führungsmitglied der P26 und er bildete im Schweizerhof die Absolventen im Bereich Kommunikation und psychologische Kriegsführung aus. Strasser war die rechte Hand von Ephraim Catelan und Strasser ist jetzt auch verstorben. Er arbeitet, und das ist interessant, zudem im Verteidigungsministerium, EMD, als Informationschef und war der Kommunikationsverantwortliche der Generalstabschefs. Also das ist eben interessant, weil der Generalstab überwachte ja die P26. Sein Deckname war Franz und er wurde 1990 enttarnt und musste dann auch als Informationschef des Verteidigungsministeriums zurücktreten. Also das ist sicher eine Geschichte, die typisch ist, dass dann eine Person mehrere Hüte trägt und dann eigentlich in einer strategisch geschickten Position ist. Der Mann wusste sehr, sehr viel und wenn er nicht enttarnt worden wäre, wäre das bis heute unbekannt. Ja. Das ist einfach, es ist für die Schweizer natürlich überraschend, dass es eine Geheimarmee gibt und dass im Verteidigungsministerium der Chef für die Kommunikation, dass der Mitglied von der P26 ist. Wussten die Leute überhaupt nicht. Ich bin ja selber in Basel eigentlich die meiste Zeit. Ich habe hier meine Schulzeit, 12 Jahre war ich an der Rudolf-Steiner-Schule in Basel und dann habe ich in Basel Matura gemacht, dann habe ich in Basel studiert, habe hier doktoriert, also Basel ist so meine Ecke, hier ist der Rhein, der Blick auf das Münster links und unten die mittlere Brücke und die Fähre fährt dort noch über den Rhein. Basel interessanterweise war auch ein Ort, wo die Geheimarmee P26 einen Sitz hatte. Und zwar war das von Ephraim Catelan ein Logistikstandort. Und zwar war das in der Innenstadt von Basel, an der Bäumleingasse 2, das ist bei der Freien Straße oberhalb vom Barfüßerplatz, dort hatte Ephraim Catelan die Firma Consec AG, das ist der Briefkasten der Consec AG, und das war einfach getarnt als eine Personalvermittlungsfirma. Aber eigentlich war es eine Frontfirma, um die ganzen Ausbildungsläufe für die P26-Leute zu koordinieren. Das finde ich auch noch interessant, dass es natürlich überhaupt niemand wusste hier in Basel, dass hinter dieser Consec AG die P26 steckte. Und was die Parlamentarier dann kritisierten in ihrem Abschlussbericht, war vor allem, dass es keine Aufsicht gab über die P26. Das ist eigentlich das Hauptproblem bei der P26. Die Schweiz hat ja ein Parlament, das besteht aus Nationalrat und Ständerat. Nationalrat 200 Mitglieder, Ständerat 46 Mitglieder, 246 Parlamentarier. Die sollten eigentlich wissen, ja, dass es die P26 gibt, aus demokratischen Prinzipien heraus. Und da haben wir ja schon vorher gesehen, die Generalstabschefs haben gesagt, ja nein, das geht nicht, weil das ist eine Schwarzbude, denn konnten wir das nicht sagen. Und die Parlamentarier sehen das natürlich anders. Und ich sehe das wie die Parlamentarier. Also man muss eigentlich in einer Demokratie immer wissen, welche bewaffneten Einheiten es gibt. PUG-EMD-Präsident Carlo Schmidt kritisierte im Abschlussbericht die mangelnde parlamentarische Aufsicht über die P26. Die PUG erklärte, die Geheimarmee war an sich eine potenzielle Gefahr für die verfassungsmäßige Ordnung und befürchtet wurde eben, dass die P26 ohne oder sogar gegen den Willen der obersten politischen Landesbehörde aktiviert werde. Das ist nie passiert. Aber als rein als Gedanke, als Möglichkeit lag es natürlich im Raum. Und wenn man den Bericht liest, ich habe den ganzen PUG-EMD-Bericht gelesen, dann steht dort, die PUG-EMD stellt fest,
dass für die Übertragung des Widerstandes auf eine außerhalb von Bundesverwaltung und Armee stehende Organisation eine gesetzliche Grundlage notwendig gewesen wäre und dass diese gesetzliche Grundlage fehlt. Das ist auf Seite 219. Das ist der unterste Paragraph dort links im Bild. Und das ist wirklich die Situation. Wir wissen, es gab eine Geheimwaffe in der Schweiz, sie ist P26, aber das Parlament wusste nichts darüber und es gab keine gesetzliche Grundlage dafür. Carlo Schmidt hat das so kommentiert, er sagt, ich war schockiert, dass bei uns so etwas möglich ist. Viele waren schockiert und gedacht, das ist doch nicht möglich, dass es solche Parallelstrukturen in der Schweiz gibt. Die Diskussion ging dann natürlich auch um die Frage, wie wurde die P26 finanziert? Finanziert wurde die Geheimwaffe P26 mit verdeckt abgezweigten Millionen aus der Bundeskasse. Das hat man einfach in Infrastrukturprojekte reingepackt. Und das sollte ja auch nicht möglich sein, dass man eigentlich aus den Bundesgeldern Millionen abzweigen kann. Weil das Parlament muss nicht nur die Exekutive überwachen, es muss auch sozusagen die Finanzen überwachen. Und da kommen wir wieder zur zentralen Frage, was wussten die Parlamentarier? Die meisten Parlamentarier wussten nichts über die Geheimarmee P26. Das ist das Bild vom Nationalrat, das Sitzungszimmer eben im Bundeshaus. Das Bundeshaus, wie gesagt, das Zentrum der Schweizer Politik, muss man sagen, dort an der Aare in Bern. Informiert waren nur 5 Parlamentarier, nämlich die Gruppe 426, und die wurden vom Generalstabschef informiert, also vom höchsten Schweizer Militär. Zu diesen gehörten die Nationalrätin Vreni Spöri, oben links im Bild, FDP, Nationalrat Sepp Stappung, SP, rechts im Bild, Nationalrat Jacques Simon, Egli Liberale, Nationalrat Hans-Rudolf Nebiker von der SVP und der Ständerat Jakob Schönenberger, CVP, unten rechts. Die PUG-EMD kritisierte dies scharf, es könne nicht sein, dass sich ein Generalstabschef einen parlamentarischen Hofrat halte. Und da sehe ich natürlich genau gleich. Also es kann ja nicht sein, dass man sagt, das ganze Parlament können wir nicht informieren, dann wählen wir den und den. Das geht nicht, ja. Also es widerspricht jedem parlamentarischen Prinzip. Jetzt, dieser internationale Kontext möchte ich zum Schluss nochmal ansprechen. Ich habe ja erklärt, die Schweizer P26 wurde 1990 aufgedeckt nach dem Fischenskandal. Also es war fast ein Zufall, ja, dass die P26 überhaupt ans Licht kam. Aber genau gleichzeitig wurde in Italien die Geheimarmee Gladio aufgedeckt und das war eine viel gefährlichere Geheimarmee, weil die hat über Rechtsextreme in Italien Verbindungen zu Terroranschlägen gehabt. Das muss immer noch untersucht werden. Man spricht nicht gerne über die Geheimarmee Gladio. Es wird immer noch gesagt, nein, sie hat nur auf eine sowjetische Invasion gewartet. Aber das war natürlich für die Schweiz spannend, dass da gleichzeitig, oder für den Historiker, für mich ist es spannend, dass es in der Schweiz die Geheimarmee gibt, dass es die in Deutschland gibt, dass es in Spanien gibt, dass es in Türkei gibt, in Griechenland, in Italien. Schauen wir uns kurz nach Italien diese Situation an. Es war der 3. August 1990, wo der Premierminister Giulio Andreotti die Existenz der Geheimarmee Gladio in Italien bestätigte. Gladio sei Teil des Stay-Behind-Netzwerkes der NATO, das durch die CIA und den MI6 aufgebaut wurde und auch außerhalb Italiens existiert. Also die CIA, der US-Geheimdienst und der MI6, der englische Geheimdienst. Und das habe ich eben alles in meinem Buch NATO-Geheimarmee in Europa dargelegt. Aber in diesem Buch, unten sieht man das Cover, ist die Schweiz nicht behandelt. In Italien gab es einen Terroranschlag in Peteano am 31. Mai 1972. Dort wurden 3 Polizisten getötet. Ich habe in meinem Buch dargelegt, dass ich glaube, dass dieser Terroranschlag in Verbindung zu den NATO-Geheimarmeen steht. Das heißt, diese Geheimarmeen waren ja bewaffnet, sie hatten Sprengstoff, sie hatten Waffen und dann kam es wirklich auf die Gesinnung, ja, auf die demokratische Gesinnung der Mitglieder an, ob das eine Gefahr wird für den Staat oder nicht. Carlo Schmidt wurde auch darauf angesprochen, er wurde dann vom Schweizer Fernsehen eingeladen, SRF, und man hat ihm gesagt, ja, jetzt ist ja da in Italien, hat die Geheimarmee eigentlich sich gegen den Staat gewendet, hat,
hat Anschläge verübt, hat wirklich Angst und Schrecken erzeugt, was er davon halte. Und Carlo Schmitt hat so geantwortet, er hat gesagt, in Italien und in Belgien ist es zu terroristischen Anschlägen gekommen, aber in der Schweiz müssen wir doch feststellen, dass entsprechender Terrorismus nicht feststellbar war, sodass sich eine Beziehung der P26 in einem innenpolitisch umstürzlerischen Sinn nicht ergeben hat. Wir haben keinerlei Hinweise dafür finden können. Das ist also November 1990 und das deckt sich mit meinen Forschungsresultaten. Es gab keinen Terrorismus von der P26 in der Schweiz. Das gab es nicht. Aber es ist natürlich besorgniserregend, wenn man sieht, was in anderen Ländern passiert ist und wie schwierig es ist, dann solche Strukturen zu untersuchen, ja, weil sie eben im Geheimen liegen. Die P26 wurde ja 1979 gegründet. Es gab aber auch schon zuvor eine Geheimarmee in der Schweiz und die hieß Spezialdienst. Geleitet wurde sie vom Oberst Albert Bachmann, das ist der Mann hier links im Bild. Sein Deckname war Tom und die wurde angesiedelt in der Untergruppe Nachrichtendienst und Abwehr. Das ist der Militärgeheimdienst, war das der Militärgeheimdienst damals in der Schweiz. Und das Interessante ist jetzt bei Oberst Albert Bachmann, dass der sehr umtriebig war. Der hat nämlich in Irland ein Haus gekauft und gesagt, wenn es zur Besetzung der Schweiz kommt, dann fliegen wir den Bundesrat nach Irland und dann kann er von dort her sozusagen die Befreiung des Landes organisieren. Also man war wirklich in dieser Denke vom Zweiten Weltkrieg, wo eben auch das besetzte Frankreich einerseits von Hitler besetzt war und andererseits gab es eine Exilregierung in England und von dort versucht man den Widerstand aufzubauen. Genau so haben die Schweizer dann gedacht, ja, dann brauchen wir eine Exilbasis. Und das war diese Exilbasis. Das ist das Lizard House in Cork in Irland, in der Nähe der Stadt Skibbereen. Das war also gedacht als Exilbasis für den Schweizer Bundesrat im Kriegsfall. Dort, wo der rote Punkt ist, Skibbereen, also im Süden von Irland, hat die Schweizer Geheimarmee sozusagen eine Exilbasis vorbereitet. Die Schweizer Bevölkerung wusste natürlich überhaupt nichts darüber. Wusste nichts, das war alles top secret. Wenn ich das jetzt abgleiche mit den anderen Geheimarmeen in Europa, dann fällt mir natürlich auf, dass Großbritannien immer eine entscheidende Rolle gespielt hat und die USA. Also dort in Irland, das weiß ist, hatte die Schweiz die Exilbasis, aber die Briten rot eingezeichnet haben eigentlich die ganzen Geheimarmeen koordiniert. Der britische Geheimdienst MI6 taucht immer wieder auf in allen Dokumenten, die ich gesichtet habe. Und das bedeutet jetzt die Frage, die sich natürlich aus Schweizer Sicht stellt, inwiefern hatte die Schweiz, hier das Bundeshaus in Bern, Beziehungen zu den Briten und inwiefern war die P26 als Stay Behind eben in dieses NATO-Netzwerk integriert? Weil das ist natürlich ja die heikle Frage, weil die Schweiz ist ja ein neutrales Land und wir können keine Geheimarmee haben, die zudem noch mit der NATO kooperiert. Ist bis heute nicht richtig geklärt, möchte ich an dieser Stelle sagen. Die Situation war so, dass das Parlament, als es dann gesehen hatte, dass es Geheimarmeen im Ausland gibt, haben wir gesagt, wir machen jetzt nicht nochmal eine PUC, eine Parlamentarische Untersuchungskommission, wir geben aber einen Auftrag an einen Untersuchungsrichter, an Pierre Cornu, und der soll untersuchen, ob die P26 denn Teil dieses NATO-Netzwerkes war. Das Parlament beauftragte den Bundesrat, einen zusätzlichen Bericht auszuarbeiten, weil der Verdacht bestand, dass die P26 mit ausländischen Stay-Behind-Geheimarmeen zusammenarbeitete, was die Schweizer Neutralität verletzen würde. Als Ermittler setzte der Chef des Militärdepartements, also Bundesrat Kaspar Villiger, den Neuenburger Untersuchungsrichter Pierre Cornu ein. Und den Pierre Cornu habe ich natürlich auch getroffen, habe mit ihm gesprochen, wie er die Sache einschätzt, weil er hat dann einen Bericht veröffentlicht und darin gesagt, dass die P26 sehr intensiv mit dem britischen Geheimdienst zusammengearbeitet hat und auch mit den britischen Spezialeinheiten. Am 19. September wird der Cornu-Bericht als Kurzfassung veröffentlicht. Cornu fand Erstaunliches, der MI6, also der britische Geheimdienst, wusste, wer in der Schweiz die P26 anführte, also wusste Ephraim Catalan, inklusive Codename, und wo sich die geheimen Waffenlager in der Schweiz befanden.
Der Bundesrat stufte den umfangreichen Schlussbericht von Corny als geheim ein. Dieser ist bis 2051 gesperrt. Also es gibt ja diese Kurzfassung für die Öffentlichkeit, die ich gelesen habe, die ich angestrichen habe und hier abgebildet habe. Aber der umfangreiche Bericht, der ist immer noch geheim. Bis 2051, da muss man noch ein bisschen warten. Der Bericht Corny zeigt, der britische Geheimdienst, die ist der MI6, das ist der Hauptsitz in London, trainierte die P26 im Bereich Sabotage. Die Briten waren besser über die P26 informiert als die Schweizer Regierung. Und die NZZ hat dann so kommentiert, ob damals auch eine Zusammenarbeit mit den umstrittenen Geheimarmeen der NATO bestand, die in diversen Staaten für den Fall einer sowjetischen Invasion gebildet worden waren, ist bis heute umstritten. Also ich glaube nicht, dass das umstritten ist. Ich glaube, weil die P26 mit dem MI6 zusammengearbeitet hat, war sie indirekt in dieses NATO-Netzwerk integriert, weil der MI6 ist ja der britische Geheimdienst, der dieses ganze Netzwerk aufgebaut hat. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die P26-Mitglieder nicht in diesen Gremien der NATO vertreten waren, das nicht. Aber der MI6 war dort vertreten und die P26 hatte Kontakte mit dem MI6. Das ist übrigens das Hauptquartier vom MI6 in London an der Themse. Ich habe in London an der London School of Economics and Political Science studiert und bin da mal reingelaufen und habe gesagt, kann irgendjemand mit mir über P26 und MI6 sprechen? Ja, da haben wir natürlich gelacht und gesagt, nein, wir sprechen da nicht darüber. Die Instruktoren der britischen Spezialeinheit SAS, Special Air Service, haben auch mit der P26 trainiert, und zwar an geheimen Orten in England und in der Schweiz. Und das hat der Guardian damals 1991 enthüllt. Sie unterwiesen die Schweizer in Sprengtechnik und konspirativen Verhalten in geräuschlosem Töten und psychologischer Kriegsführung. Also man hat einfach aus Schweizer Sicht gesagt, die Briten, das sind die Besten. Wenn wir eine Geheimarmee aufbauen, arbeiten wir mit den Briten zusammen. Ich habe den Bericht Corny sehr genau studiert. Corny sagt nicht, er schreibt nicht, die Schweiz P26 war Teil des NATO-Netzwerks. Das schreibt er nicht. Er sagt, das war nicht der Fall. Er muss aber zugeben, dass die Zusammenarbeit der P26 mit dem MI6 sehr intensiv war. Also hier der Bericht, meine Notizen, wie ich da alles gelb angestrichen habe, mir Notizen gemacht habe. Corny schreibt, die Art und Intensität der Zusammenarbeit mit Großbritannien überstieg bei Weitem den Rahmen dessen, was im militärischen Bereich üblich ist. Die Tatsache, und das finde ich jetzt auch wichtig, dass die britischen Dienste zahlreiche Einzelheiten über die schweizerische Widerstandsorganisation kannten, mehr als der Bundesrat oder die EMD-Chefs, ist zu beanstanden. Es ist tatsächlich so, also mehr als der Bundesrat bedeutet ja einfach, die Schweizer Regierung wusste weniger über die Geheimarmee. Villiger wusste gar nicht, dass sie existierte. Andere Bundesratsmitglieder, die nicht Verteidigungsminister waren, wussten auch nichts. Das Schweizer Parlament, also die 5 Eingeweihten, wusste auch nichts. Aber die Briten wussten sehr viel. Die wussten, wo die Waffenlager waren, wer der Chef der Geheimdienststruktur, der P26-Struktur war. Das geht natürlich nicht. Das geht rein. Parlamentarisch geht das nicht. Ich habe hier noch, auf meinen Notizen habe ich noch geschrieben, Contact Christopher Andrew ist ein Professor, der sehr viel über den MI6 weiß. Also das ist natürlich bei den Historikern auch so. Dann fragt man die anderen, was wisst ihr darüber und was gibt es da für Quellen? Es ist natürlich schwierig, diese Themen zu untersuchen, aber es ist eben auch sehr spannend. Man weiß nie ganz genau, was passiert ist. Aber geklärt ist, es gab eine Geheimarmee in der Schweiz, sie hieß P26. Man weiß auch, dass die eng mit den Briten zusammenarbeitete und man weiß auch, sie wurde 1990 enttarnt. Pierre Corny enthüllte auch, dass die P26 wie alle anderen Stay-Behind-Geheimarmeen in Europa das Harpoon-System verwendete. Dies sei neutralitätspolitisch bedenklich, denn die Beschaffung des Systems Harpoon verwirklichte, was auch immer der Wille der schweizerischen Verantwortlichen gewesen sein mag, eine Voraussetzung zu einer möglichen künftigen Integration der P26 in ein europäisches Stay-Behind-Netz. Und das ist natürlich so. Ich habe das auch in anderen Staaten gesehen, dass die dieses Harpoon-Kommunikationssystem verwendet haben. Und wenn jetzt die Schweizer P26 genau das gleiche Harpoon-System verwendet wie die deutsche Stay Behind und die italienische Stay Behind, dann ist das natürlich eindeutig eine Integration und eine Zusammenarbeit. Damit die Zentrale in England mit der Schweiz Kontakt halten konnte, waren Funkgeräte nötig.
die mehr als 1000 Kilometer reichen. Und das von der P26 verwendete Funkgerät Harpoon hat eine Reichweite von 6000 Kilometern. Auch die Geheimarmee in den NATO-Staaten benutzen das Harpoon-Gerät. Und die Schweiz war durch Harpoon in das NATO-Netzwerk integriert. Und das hat die Schweizer Neutralität verletzt. Eugen Lüthi, das war der Generalstabschef in den 80er Jahren, 86 bis 89, und er hat eben in seinem Büro 1987 den Kauf des Harpoon-Funkgeräts beschlossen für 15 Millionen Franken, 4 Kommandozentralen, 111 Außenstationen und eine Verbindung nach Großbritannien. 3 Jahre später wurde die Geheimarmee dann enttarnt, aber das zeigt einfach, dieses Harpoon-System zeigt, dass die P26 ein Stay-Behind-Netzwerk war im europäischen Verband. Und dieser europäische Verband wurde durch die NATO, die CIA und der MI6 geleitet. Ich habe dann gesagt, ich hätte gerne diesen Bericht, ja, von Cornu, diesen langen, diesen umfangreichen Bericht, der ja viele geheime Informationen enthält. Dann habe ich ein Gesuch gestellt um Akteneinsicht und das wurde abgelehnt. Das war im Jahre 1999, war mein Gesuch um Akteneinsicht. Das war also in der Zeit, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Und dann heißt es, sie haben das Gesuch gestellt. Und dann auf der zweiten Seite wird aus folgenden Gründen verweigert. Erstens, der Bericht enthält zahlreiche besonders schützenswerte Daten und Informationen sowie Daten über noch lebende oder gar noch diensttuende Personen. Und dann der nächste Paragraph. Könnte die Wiedergabe und Weiterverwendung der im Bericht enthaltenen Informationen den Beziehungen der Schweiz zu anderen Staaten schaden und damit die Handlungsfähigkeit des Bundesrats schwerwiegend beeinträchtigen. Also das heißt einfach, man wollte mir diesen Bericht nicht geben. Und ich kann es verstehen, ich bedauere es natürlich, weil die Historiker versuchen müssen, das aufzuarbeiten. Man hat mir den Bericht nicht gegeben, weil ihm gesagt, in dem Bericht steht einiges über die Engländer und die Engländer freuen sich nicht, wenn dann Daniele Ganser über die Geheimarmee und die Rolle der Briten schreibt, weil die Engländer versuchen immer alles sehr geheim zu halten, was der MI6 und die SAS machen. Bundesrat Kaspar Villiger hat dann das so argumentiert, dass er wurde danach gefragt im Parlament, warum hielt Kaspar Villiger den Cornu-Bericht geheim, und er sagt, der Bericht Cornu enthält zahlreiche Informationen über ausländische Dienste, Widerstandsorganisationen sowie deren Strukturen und Verbindungen. Der Cornu-Bericht wird nicht veröffentlicht, weil es nicht Sache des Bundesrates sein kann, ausländische Geheimberichte offenzulegen. Sogar das, was wir veröffentlicht haben, geht im internationalen Vergleich sehr weit und hat zu gewissen Irritationen geführt. Und das ist tatsächlich so. Also die Schweizer haben ihre Geheimarmee durch eine parlamentarische Untersuchungskommission untersucht. Also es gab die PUC-EMD. Der Cornu-Bericht wurde zu Teilen öffentlich gemacht. So etwas gibt es in Frankreich nicht. Ja, die hatten auch eine Geheimarmee, keine Untersuchungskommission. Es gab nur in Italien noch eine parlamentarische Untersuchung zu Gladio. Und in Belgien gab es auch eine parlamentarische Untersuchung. Aber auch in Deutschland gab es keinen öffentlichen Bericht zur deutschen Geheimarmee, Stay Behind. Oder in Holland gab es keinen Bericht, in Spanien gab es keinen Bericht. Die meisten Länder haben versucht, das zu deckeln. In den USA gab es keinen, in Großbritannien gab es auch keinen. Das heißt, ich halte das auch der Schweizer Regierung und auch dem Parlament zugute. Man hat versucht, Licht in diese Sache reinzubringen. Darum konnte ich jetzt auch dieses Video produzieren. Aber so ganz alles wissen wir bis heute nicht. Vielleicht zum Abschluss nochmal die Karte. In diesen Ländern gab es die NATO-Geheimarmeen. Die wurden eigentlich durch die USA und England koordiniert. Und es gab eben auch in den neutralen Staaten Schweiz, Österreich, Finnland und Schweden Stay-Behind-Geheimarmeen. Letzten Endes wird man nie die ganze Wahrheit zu dieser Sache herausfinden. Das sagt auch ein MI6-Mitarbeiter, der, ohne seinen Namen zu nennen, mit der Weltwoche gesprochen hat damals. Die CIA und der MI6 bauten das Stay-Behind-Netzwerk in ganz Westeuropa auf, das ist bewiesen. In diesem Netz, Zitat, waren auch strikt neutrale Staaten wie die Schweiz verknüpft, weshalb diese Organisation in Westeuropa militärisch wie politisch zum größten Geheimnis der Nachkriegszeit gehörte. Als die Gladio 1990 in Italien aufflog, war das für die Briten, aber auch für die NATO ein großer Schock. Das sagt ein ehemaliger MI6-Mann zur Weltwoche, sein Name ist nicht bekannt. Aber keine Regierung wird darüber die Wahrheit sagen. Man wird das nie zugeben. Ja,
So viel zu diesem Thema P26. Wie gesagt, die Schweiz hatte eine Geheimarmee, die wurde 1990 enttarnt. In anderen Ländern gab es auch diese Stay Behind Geheimarmeen und darüber habe ich in diesem Buch geschrieben.